meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir alle kennen und hassen Babys in Sims 4, weil es einfach nur dumme Objekte sind, sage ich mal, die nicht wirklich schön und realistisch aussehen. Ich weiß, es soll Anfang diesen Jahres ein Update rauskommen, wo es eine neue Altersstufe gibt, was uns das Ganze ein bisschen verschönern soll. Um die Zeit aber zu überbrücken, bis dieses Update kommt, weil es weiß ja irgendwie keiner, wann das kommen soll, habe ich eine Möglichkeit gefunden, wie ihr aus diesen hässlichen Babykrippen und Babys das hier machen könnt. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Außerdem habe ich noch ein paar Objekte gefunden, die perfekt für jedes Babyzimmer sind und jedes Babyzimmer aufhübschen. Die zeige ich euch natürlich auch. Es ist wie immer alles unten in der Infobox verlinkt. Also falls ihr da was haben wollt, schaut da gerne vorbei und ladet euch das alles runter. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir aber ins Spiel und ich zeige euch, was ich gefunden habe. Ta-da-da-ta! Ist es nicht schön? Der Mod, den ich gefunden habe, ist ein Override für die Neugeborenen und sieht sie nicht absolut süß aus. Ich meine allein diese Schleife auf dem Kopf, oder? Ah! Ich kann nicht mehr, wirklich. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht, mit ihr interagiert. Wir schaukeln sie jetzt erstmal. Es ist nämlich auch noch eine neue Babyflasche mit dabei, die auch realistischer und schöner aussieht. Aber schaut euch das mal an, wirklich mein Herz, mein Herz, mein Herz. Ah, ah. Ich kann nicht mehr. Absolut zuckersüß. Mit den Zöckchen und der Windel und dem Haarband. Ah, sie ist ein Mädchen. Die Jungs sehen genauso aus, nur dass sie keine Schleife auf dem Kopf haben. Aber ansonsten ist das alles exakt gleich. Und ja, natürlich sehen die Babys da jetzt auch alle gleich aus. Aber ich finde es schon einen wesentlichen Unterschied. Und es macht was her, finde ich. Und jetzt zeige ich euch noch die Flasche. Ich hoffe, sie mag gerade die Flasche haben. Vorhin wollte sie sie nicht. Nein, sie mag sie auch nicht. Aber ihr seht, die Flasche sieht auch ganz anders aus. Ja, einfach ein bisschen schöner, finde ich. Ein bisschen schöner. Was ihr euch jetzt vielleicht auch noch fragt, wieso sieht diese Babywiege so schön aus? Ja, liebe Leute, das ist der Invisible Crib Mod. Ich weiß nicht, einige von euch kennen ihn wahrscheinlich schon, aber für diejenigen, die ihn nicht kennen, stell jetzt vor. Es ist im Prinzip, macht er einfach diese Standard-Babywiege von EA durchsichtig, wie ihr hier seht. Und dann kann man eben so dekorative Babywiegen nehmen und da die Babys rein. Und das sieht halt einfach mal viel, viel schöner aus. Es gibt zahlreiche Babywiegen. Ich fand die jetzt hier gerade mega süß, die habe ich unten verlinkt. Und ja. Es ist einfach nur Optik. Es ist Optik, man kann nicht mehr draus machen. Auch die Modder nicht, weil das halt einfach nur ein Objekt ist. Es ist ein stupides Objekt, was sich ein bisschen bewegt. Aber ich finde, mit dem Mod kann man es ein bisschen schöner machen. Ich zeige euch mal noch kurz den Mod auf der Seite. Das ist der Newborn Override. Newborn Override heißt der. Den gibt es kostenlos auf Patreon. Wie gesagt, Link ist unten. Was ihr beachten müsst, es gibt drei Hauttöne. Ich habe jetzt den mittleren runtergeladen. Man kann nicht alle drei im Spiel haben, sonst funktioniert es nicht. Also ihr müsst euch entscheiden, welchen ihr haben wollt. Ist ein bisschen schade, weil es halt natürlich nicht für jede Familie dann passt. Aber ich sag mal, man hat ja auch nicht so oft mehrere Neugeborene zu Hause. Deswegen könnte man das dann natürlich austauschen, je nach Familie, wo es dann halt besser passt. Ich dachte mir jetzt, der mittlere, der passt wahrscheinlich am meisten. Und hier sieht man dann auch nochmal die Animation, wenn sie gewickelt wird. Und ich meine, ich finde es absolut süß. Das nochmal die Flasche und mit den Ohrringen. Sogar süß, oder? Und hier unten findet ihr dann eben die Downloads. Es ist wohl auch kompatibel mit dem Schick mit Strickpack, wo man so Babystrampler und sowas nähen kann. Also das funktioniert auch. Das ist auch, glaube ich, das, was ihr da seht, dann Babystrampler. I don't know. Ich habe das noch nie gemacht. Werde ich mal ausprobieren. Genau. Und hier wird dann auch zu dem Invisible Crib Mod verlinkt nochmal, aber den Link packe ich euch auch in die Infobox. Und dann müsst ihr euch halt auch noch ein paar Deko-Krippen runterladen. Verlinke ich euch auch ein paar. Vor allem die hier, die finde ich ja mega schön, weil die EA-Betten, die EA-Betten sind halt einfach nett schön. Die sind nett schön. Kann man nicht schön drehen. Abgesehen von diesem Mods und CC. Wie schön ist bitte dieses Kinderzimmer, oder? Das ist alles komplett CC. Also ich glaube, dass es alles CC ist. Ich werde so viel es geht unten in der Infobox verlinken. Vor allem diese kleinen Kleiderstangen hier mit den kleinen Kleiderbügeln und den Klamotten. Und der Hase, der gehäkelte, so süß, absolut Zucker. Was ich auch noch sehr realistisch finde in einem Kinderzimmer, ist eben ein Wickeltisch.
Ich hoffe ja, dass die neue Altersstufe in Sims das möglich macht, dass man auf einem Wickeltisch die Babys wickeln kann, weil welcher Mensch wickelt das Baby in der Luft? Welcher? Genau, den verlinke ich euch auch hier unten. Da sind dann auch noch so kleine Pampers und halt ein bisschen Schnickschnack habe ich da noch mit rein und ja, ganz viel Ding. Dieses kleine Zelt finde ich auch toll. Das ist jetzt zwar nicht für die Babys, aber für die Kleinkinder, da können die so süßen Nickerchen drin machen. Moment, das muss ich euch zeigen, das sieht so süß aus. Leg dich rein, kleine Mausi. Oh, ist müde. Müde ist müde. Und jetzt legt sie sich da an diesen Kissenhaufen rein und macht ganz süß ein Nickerchen. Sieht's nicht zuckersüß aus? Oh. Auch noch für Kleinkinder werde ich euch hier dieses Spielzeug verlinken. Habe ich alles schon mal in früheren Mod-Videos vorgestellt, aber ich mache mal noch mal eine kurze Zusammenfassung. Im letzten Mod-Video habe ich euch das Puppenset vorgestellt. Das zeige ich euch aber auch noch mal kurz. Das ist jetzt nur ein kleines Teil aus diesem Puppenset. Da gibt es noch mehr, wo sie die Puppe füttern können und den Abwasch machen können und noch ganz viel mehr. Aber der Puppenwagen darf auf jeden Fall nicht fehlen im Zimmer. Dann einer meiner Favoriten ist dieser kleine Imbisswagen. Den habe ich auch schon mal vorgestellt. Da kann jetzt die Mama einfach Essen bestellen. Komm, wir stellen mal eine Pizza. Jetzt hat sie eine Pizza bestellt und jetzt fertigt sie die Pizza an. Ist das nicht süß? Die hat sogar ein Gesicht, die Pizza. Ah, zuckersüß. Die Küche ist auch mega, mega süß. Die habe ich ganz alten Video mal vorgestellt. Komm, geh mal weg, Mutti. Da können sie halt einfach Koch spielen oder setzt sie sich hier so eine süße Kochmütze auf und kocht dann hier was in ihrer tollen Küche. Ah, ich hatte auch eine Spielzeugküche früher. Macht sie hier irgendwas Wachsmalstiften und komisch aussehenden Dingen. Das ist auch mega süß. So eine kleine Autorennbahn. Bringt einfach ein bisschen mehr Abwechslung ins Kinderzimmer. Ich meine, sonst sehen die ja richtig trostlos aus. Und dieses Puppenhaus finde ich auch mega süß. Das sieht einfach viel, viel schöner aus wie das Originale. I like. Und die Squishmallows natürlich. Die sind auch aus. Ja, and that's it. So könnt ihr hoffentlich die Zeit ein bisschen überbrücken, bis wir eine neue Altersstufe bekommen. Am coolsten finde ich einfach dieses Baby-Overhaul, weil, mal ehrlich, die Babys, die sehen so scheiße aus. Die sehen absolut lieblos und hässlich aus. Gefällt mir gar nicht. Also, ich bin froh, dass ich das gefunden habe. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Lasst gerne ein Abo da und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann, ciao!